Guten Tag, es wird mal wieder Zeit für ein Gameplay und wir haben direkt die neue Map erwischt. Meine Stimme ist zwar immer noch am Arsch, aber das wird schon irgendwie einigermaßen werden. Ich habe was Kaltes zu trinken, vielleicht hilft's ja. Wir spielen Russen auf 2, einfach aus dem Grund, weil ich euch den Raketenfunkertrupp mal zeigen wollte. Da ihr ja eh gerade das Event wahrscheinlich gerade spielt, wo ihr die Raketenfunker freischalten könnt, gebe ich euch mal einen kleinen Einblick. Ich wollte eigentlich extra ein Video machen zu diesen Premium-Funkertrupps, aber ich habe so viel zu tun aktuell, deswegen gucken wir uns die jetzt hier in dem Video an. Zusammen mit der neuen Map ist das schon mal eine super Voraussetzung. So, Spoiler kann ich direkt geben. Der deutsche Premium-Funkertrupp ist scheiße, die Waffe ist scheiße, der Trupp ist scheiße und er ist BR3. Bei den Deutschen ist das, bei den Russen ist es tatsächlich recht nice, weil die Waffe ist super. Und auf BR2 eine Semi-Auto-Sniper ist halt schon sexy. Du hast nur 5 Schuss, aber die 5 Schuss, die scheppern eigentlich ganz gut. Das Ding ist auch verhältnismäßig präzise. Ich habe gar keine Ahnung von der Map hier übrigens. Den haben wir direkt mal ins Maul geschossen. Kann man direkt mal Arti draufjodeln. Oh, oder auch nicht. Geh mal kurz hier unten ins Wasser, bevor die alle sterben. Das ist halt ein bisschen buggy aktuell noch. Du kannst das Menü öffnen, auch wenn du den Funker, den Arti-Schlag selber gar nicht anfordern kannst. Das haben... Oh Gott, da ist alles voll. Taktischer Rückzug. Boah, erstmal ein Sprengpaket. Wir rennen jetzt erstmal hier weg. Der hämmert da fröhlich vor sich rum. Ich kann direkt... Ja, es bringt halt nicht so viel, wenn ich die Raketenarti direkt rausschmeiß. Könnt mal, warte mal, wie war denn das hier? Wechseln, Bombenangriff, Raketenarti. Ja, das ist halt der Scheiß. Du weißt halt nicht mehr, wann du die Arti jetzt benutzen kannst und wann nicht. Das ist halt wieder verbuggt, so wie alles Mögliche, was sonst passiert. Kann ich den jetzt... Alter. Das ist halt auch so ein Ding. Aktuell hast du so viel Arti, was hier rumgeballert wird. Da kommst du dann nie dazu, das irgendwie anzufordern. Ist halt auch geil, dass mein Bot da oben rumsteht. Mitten im Kreuzfeuer. Aber die Bots werden ja schlauer mit jedem Update, wie wir mitbekommen haben. So, jetzt aber. Ich will euch eigentlich nur mal kurz die Raketen-Arti zeigen, wie das aussieht. Ach du Scheiße. Warst du ein Gegner? Wow! Alter, kommst du her? Ich habe keine Ahnung, wo die Raketenarti jetzt hingeht, auf jeden Fall. Oh, da kommt sie irgendwo. Da kommt sie angeflattert. Huch. Das sieht halt schon geil aus mit der Raketenarti. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Oh Gott, ist das laut. Die kommt halt in einem recht steilen Winkel immer an. Den muss man halt mit einberechnen. Das sind ca. 60 Grad. Und die Raketenarti kommt immer vom eigenen Spawn aus. Das muss man auch berücksichtigen, weil sonst kann es passieren, dass du die eigene Arti ins Maul kriegst. Was mir natürlich noch nie passiert ist. Also, nee, niemals. Nee, aber, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich schon freuen auf die Raketen-Arti. Und die ist halt sehr effektiv gegen Fahrzeuge. Aber ich kann euch direkt sagen, das wird jetzt nicht so einen riesen Impact haben. Bombe? Aua. Weil das Problem ist, die Raketen-Arti ist zwar sehr stark gegen Fahrzeuge, aber du kannst mit der Raketenarti halt nicht in die Grey Zone schießen. Finde den Fehler im rechten Bild. Das heißt nämlich, du wirst größtenteils überhaupt nicht an die Fahrzeuge rankommen. Deswegen ist das eher Luxus mit der, Raketenarti. Aber die Waffe hier finde ich tatsächlich ganz nice. Da ist ein Feindpanzer. Den könnten wir jetzt zum Beispiel wegscheppern. Okay. Nein! Verdammt. Ach, da drüben hockt auch noch eine Maus. Yippie. Was haben wir denn eigentlich noch so dabei? Oh Gott, das ist dieser Event BT-7. Hat den einer von euch? Das ist quasi ein BT-7 mit einer T-34-Kanone. Finde ich ultra witzig. Können wir eigentlich mal kurz benutzen. Wo stand denn der Gammelpanzer? Da hinten irgendwo. Ja, müssen wir noch ein bisschen hoch. Ach Gott. Ich habe auch gar keine Ahnung von der Map. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir pushen den jetzt einfach, oder? Ist das eine gute Idee? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Egal. Komm mal rein da. Mats. Und weg mit ihm. Stimmt, der hat ja auch einen MG. Der hat sogar einen Top-MG oben drauf. Das ist eigentlich ganz cool. Ist halt ultra witziger Panzer. Ich weiß gar nicht, wann man den mal freischalten konnte. Ist halt wie viele Dinge, die ich habe, irgendwann einfach mal da gewesen. Schönes Top-MG. Kannst du auch ein bisschen reinmähen. Du hast halt ewig lange Nachladezeit. Das ist der Scheiß. Da hinten ist noch ein Panzer, oder? Gehen wir einfach mal deutschen Mobben. Ich glaube auch nicht, dass so viel Widerstand kommt bei den Deutschen, weil das ist ja aktuell eh so ein Problem, dass die ein bisschen wenig gespielt werden. Ich
muss auch gucken, inwiefern ich das Event jetzt grinde. Gott. HE macht halt wieder gar nichts. Ich höre einen Panzer. Ist das unser Panzer? Oh, keine Ahnung. Fahren wir einfach mal ein bisschen spazieren hier, oder? Oh, fuck, die schießen auf mich. Nicht das machen. Da hinten hockt auch noch einer. Irgendwo höre ich hier was rumpanzern. Da schießt doch einer, oder? Das ist Infanterie. Den haben wir mal kurz weg. Nee, wie gesagt, mit der Raketenarty, es ist ganz witzig, es klingt geil, es sieht geil aus, aber so einen riesen Mehrwert wird das jetzt nicht haben, tatsächlich, genau wie die Supply Drops, die die Funker jetzt anfordern können. Junge. Wenn du mit dem MG mehr Damage machst als mit der HE. Klassiker. Oh, die haben da einen Spawnpunkt, glaube ich. Haben auf jeden Fall mal ein bisschen was wegvergewaltigt. Oh, die haben auf jeden Fall richtig Bock da hinten. Ich komme allerdings an den Spawnpunkt nicht ran. Das ist ein bisschen schlecht. Ah, warte, ich habe da einen Top-MG. Können wir damit auch noch ein bisschen reinmähen. Atz. Ja, irgendwie haben die Deutschen nicht so Bock. Ich habe ja vorher schon eine Runde gespielt. Aber da war halt gar kein Widerstand da. Also noch weniger als jetzt. Und das muss schon was heißen. Aber jetzt können wir uns wenigstens die neue Map mal ein bisschen angucken. Ganz so scheiße sieht das ja nicht aus. Da muss ich auch noch einige Runden spielen, dass ich da einigermaßen irgendwie einen Plan habe überhaupt von der Map. Jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir pushen da jetzt einfach rein. Da ist einer am Fenster. Ah, fuck. Jetzt wollte ich ganz stylisch schießen und dabei aussteigen. Das hat super funktioniert. Aber den knallen wir jetzt einfach mal kurz hier über den Haufen. Hey! Du Drecksack, du. Hauptsache wieder oben in der Ecke rumgammeln. Was haben wir? Oh, wir haben gar keinen Spawnpunkt. Wir werden einen Spawnpunkt bauen. Was haben wir noch so? Wir haben den Lady-Trupp hier. Wobei, Shashar können wir auch mal wieder spielen. Ist auch so eine geile Waffe. Den habe ich als Backup übrigens hier die RPK gegeben. Ist halt auch eine sehr geile Waffe. Als Battle Pass-Waffe. Hat zwar nur 15 Schuss, ist eher wie ein Sturmgewehr als wie ein MG, aber das Ding knüppelt eigentlich ganz gut rein. So, pushen wir mal ein bisschen. Da, Feindpanzer, mal hinweg. Wir rennen da jetzt einfach durch. Wir kennen da keine Gnade. Okay, KV-2 hat kurz einen Prozess gemacht. War das der Arti oder war das irgendwas anderes? Werde ich gleich merken, wenn ich tot bin. Ja, ich glaube, das war irgendwas Mieses. So. Gott, Alter. Wie du halt echt gar keinen Widerstand mehr hast, Alter. Keine Sau spielt die Deutschen aktuell. Das ist so schlimm. Ja. Egal, gehen wir halt mal durch. Machen wir mal kurz so und ach du Scheiße. Hast mein Nest gefunden. Ach, ich mag die Waffe. Zack, weg mit dir. Zack und zack und zack. Gott, Alter. Der reinste Bot-Farming-Simulator, ey. Oh, kam. Da hat tatsächlich mal einer geschossen. Was ist da los? Das gute alte Franzosengewehr. Machst du nix. Das Ding ist so witzig, ey. Batz, batz. Aber ich glaube, die hat früher auch mehr Damage gemacht. Junge, das wird halt wieder richtige Speedrun-Runde hier. Aber jetzt können wir nochmal reinkommen mit der Raketen-Arty. Da hat das ja vor ein bisschen... Alter, ich bin Erster. Oh Gott. Wobei, du hast schon einige echte Spieler im Gegnerteam, aber ja. Die haben halt auch komplett reingeschissen. Und dann... Oh, der ist offen, der Punkt. Da können wir eigentlich auch machen. Wollen wir da Raketenarty? Bringt zwar nichts, aber die können wir da einfach mal reinschöppern. Einfach aus Spaß. Und dann rennen wir da mal rein mit der SVD. Der Punkt ist halt auch hässlich, weil da kannst du auch vom Dach aus cappen. Oh, ja okay, die sind schon drin im Punkt. Gut, dass Friendly Fire aus ist. Das klingt halt schon geil mit der Raketenarty da. Diese reinschöppert von oben. Sehr nice. Wie gesagt, bringt gegen Infanterie nicht so viel und wenn keiner am Punkt ist, dann sowieso nicht. Aber sieht einfach cool aus. Haben wir eigentlich irgendwo Gegner hier oder ist das halt... Haben die komplett... Oh, hallo. Ja, wie? Ist mal ein zweites Arschloch geschossen. Oh, hallo. Komm her, Drecksack. Du hast halt nur 5 Schuss, da musst du halt echt aufpassen. Jo, mein Bot, der rennt einfach da rein. Ist ihm scheißegal. Pass mal auf. Einmal
Sprengpaket. Jetzt gehen wir hier mit der Pistole rein. Oh, strategisch ist irgendwas zerstört. Aua. Der hat mich aua gemacht. Na, geht das. Aua. Ja, Pistole machst du nix. Gut, dass die keinen Nagant-Revolver haben, sonst wäre ich nicht so weit gekommen. Kuckuck. Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So. Vielleicht im Pazifik. Als erstes schaltet man den japanischen Trupp hier frei. Vielleicht ist im Pazifik die Raketenartig ein bisschen besser. Das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber ja, ich habe da jetzt... Da, oh Gott. Den Punkt habe ich damals mal gesehen, als ich mir die Map angeguckt habe. Der ist auch ultra hässlich. Ultra verwirrend. Kann ich da hier hoch? Gucken wir mal. Könnte ich jetzt auch nochmal Artie anfordern. Bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Aber wir machen es trotzdem. Okay, wir machen es nicht. Ja, das mit dem Menü müssen sie auf jeden Fall mal noch fixen. Junge, geh halt aus der Sonne. Los mit dir. Ach du Scheiße. Okay. Ich hätte den doch vorgehen lassen sollen. Wäre besser gewesen. Da haben wir ja noch unseren Lady-Trupp. Mit dem können wir eigentlich auch mal ein bisschen... Was haben wir denn hier noch so? Wir haben unser APC-Dingsbums. Da ist ein Flieger. Wollen wir mal was Witziges probieren? Was hat denn der? Ah, der hat die Bazooka. Scheiße, ich dachte, der hat die PTS. So seid ihr jetzt versucht, den Flieger runter zu geiern mit dem Ding. Bis ich da bin, haben die den Punkt wahrscheinlich eh gekappt. Das wird halt auch wieder richtige Speedrun-Runde hier. Obwohl ich echt scheiße gespielt habe, die Runde. Aber ich wollte euch wenigstens mal ein bisschen die Funker zeigen. Jetzt rushen wir hier einfach mal durch und dann hat sich die Runde auch erledigt. Ja, geht. 50 Meter, easy. Wir können versuchen, mit der Bazooka einen ins Maul zu schießen. Einfach mal so, just for fun. Hurra! Mal rein hier in das Ding. Muss ich eh erstmal gucken. Wo geht's denn hier zum Captain hin? Gott, Alter. Ich blick hier gar nichts. Da ist ein Feind. Gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen, oder? Gott. Nehmen jetzt einfach die Bazooka und schießen damit irgendeinem ins Maul. Einfach, weil wir es können. Oh, fuck. Hier sind gar keine Gegner. Das ist schlecht. Wie du halt gar keinen Widerstand hast aktuell bei den Deutschen. Mann! Ich will irgendeinen töten. Ah! Oh, wenn ich den getötet hätte. Das wäre so gut gewesen. Schön im Sprung mit der Bazooka ins Maul. Das wäre so gut gewesen. Da ist einer. Ah, ne. Fuck. Komm her. Nein! Jetzt wollte ich gerade den Doppeldecker wegdoppeldeckern. Stirb. Mann. Das war ja nicht so ereignisreich, die Runde jetzt. Aber aktuell ist halt echt schlimm. Ich muss mal jetzt demnächst wieder eine Free-to-Play-Runde aufnehmen. Das wird auch sehr belastend werden. Weil, wie gesagt, die Deutschen werden irgendwie gerade von keinem gespielt. Was ein bisschen schade ist, tatsächlich. Ja, wobei, ein bisschen Widerstand hast du ja gehabt im Gegnerthema, aber das war auf jeden Fall nicht der Rede wert. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich... Ah, nee, ich bin gar nicht mehr Platz 1. Voll reingeschissen. Egal. Aber jetzt habt ihr ungefähr mal den Funkertrupp gesehen, wie das funktioniert mit der Raketen-Arti. Das war jetzt halt, ja, keine Ahnung, bisschen low die Runde, dass die Gegner halt so gar keinen Bock hatten. Muss ich mal gucken, ob ich da in Zukunft ein bisschen besseres Gameplay reinkriege. Muss ich wieder mehr die Deutschen spielen, dass die mal wieder ein bisschen gute Leute auf ihre Seite kriegen. Aber dann bedanke ich mich trotzdem erstmal fürs Zuschauen. Haut rein.